Ja, da bin ich wieder und wir haben hier angeblich die ältesten Schuhabdrücke der Welt. Die sollen irgendwie 130.000 Jahre alt sein. Ich habe schon deutlich ältere gesehen. Aber wie man sieht, ist das auch, wiederholt sich auch sowas in der ganzen Welt. Ich habe hier mehrere Sachen zusammengetragen. Ja, die Frage ist, wer war das dort überhaupt und was sind das für Schuhe? Was haben die für Schuhe damals schon getragen? Hier sieht man Barfußabdruck, also nur vorne den Fuß. Es geht darum, hier ist ein T-Rex-Abdruck im Schlamm neben einem menschlichen Fußabdruck. Und hier hat man auch Röntgenaufnahmen und irgendwelche Analysen, hier Scanner, alles speziell, also alles sehr gut überprüft. Auch diese, wie heißt das eigentlich, X-Ray, sind doch Röntgenstrahlen, oder? Auf jeden Fall wurde das überprüft. Und wie kommt das dahin? Und das ist auch so ein Thema wieder. Hier ist wieder ein Flussbett, weil dort findet man oft solche Sporen. Aber hier zum Beispiel, ihr seht, das ist direkt hier unter diese. Wahrscheinlich ist das ein ausgetrockneter Salzsee. Würde ich sagen, ja. Aber es gibt überall in der Wüste, ohne so eine schützende Schicht, die sowieso nicht. Hunderttausende Jahre, wahrscheinlich darüber war die nicht, aber die Spuren sind teilweise der Witterung ausgesetzt. Und die sollen, manche sind 5000 Jahre alt, manche sollen 300.000 Jahre alt sein und bis 800 und so weiter. Und dann haben wir aber Dinosaurierspuren, die genauso sichtbar sind in solchen Wüstengebieten oder Ex-Seegebieten. Es geht darum, die sind dann 100, 200, 300 Millionen Jahre alt angeblich und sind dann genauso gut erhalten wie Spuren, die dann 10.000 Jahre drin erhalten geblieben sind. Vor allem geht es noch darum, menschliche und Dinosaurierspuren nebeneinander. Und das möchte ich mal kurz zeigen hier. Das ist halt ne, eindeutig hier. Na gut, wir sind jetzt hier bei den Kreationisten rein zufällig, weil die das mehr interessiert und öffentliches Museum würde sowas gar nicht ausstellen wollen, weil es ja von vornherein muss das ja eine Fälschung sein. Wieso muss das eine Fälschung sein? Weil Dinosaurier und Menschen zu gleicher Zeit, na, was sie gelebt haben, vergiss das einfach. Es ist unvorstellbar. Und deshalb sind mir dann wieder Kreationisten deutlich näher. Als Evolutionisten, gibt es das überhaupt, Evolutionisten? Wir haben hier ganz deutlich diese Spuren. Ja, und das wurde halt mehrfach untersucht, gescannt, geröntgt und sonst was. Und sieht echt aus. Und was soll man jetzt dazu sagen? Das darf nicht sein. Also kann das nicht sein. Jetzt wollte ich mal was anderes noch zeigen. Läuft mein Mikro überhaupt noch? Glaub ja. Das Ding. Das ist in Ukraine eine Kohlemine. Das ist 800 Meter unter der Erde. Ich sage erstmal die schlechteren Bilder, gleich die besseren. Und ja, es ist verkohlt. Es ist in der Kohle drin. Ja, es gibt verschiedene Bilder davon, natürlich aus mehreren Perspektiven. Ich will das nehmen, weil das ein bisschen höhere Auflösung hat. Und bevor ich da wieder 20 Minuten zusätzlich suche, ja. Könnt ihr doch ein Auge zudrücken. Naja, aber ihr seht ganz deutlich, dass das ein Rad ist. Es hat auch Speichen und diese Form. Man kann nicht von Pflanze oder Tier reden. Was sagt man dazu? Entweder stimmt die Datierung nicht so, oder vor 300 Millionen Jahren waren schon irgendwelche Menschen oder Wesen hier unterwegs und hatten Räder. Es ist ja keine andere Erklärung möglich. Von Fälschung kann man hier auch nicht sprechen. Inzwischen ist die Mine schon seit Jahren wieder überflutet und das ist gar nicht mehr zugänglich. Aber wenn das der Menschheit wichtig wäre, was wäre das für ein Problem, das rauszupumpen, ein Geld zu sammeln, Spende und das wenigstens eventuell sogar rauszuschlagen, rauszuholen ins Museum oder dann richtig untersuchen? Nein, kann nicht sein, darf nicht sein. Also na, weitergehen, hier gibt es nichts zu sehen. Ich muss an die Szene aus Nackte Kanone denken. Also gut, Leute, weitergehen, weitergehen. Hier gibt's nichts zu sehen.
Bitte gehen Sie weiter! Es gibt nicht das Geringste zu sehen, Leute! Hier geht es darum, vor allem bei diesem Thema, wie können die teilweise diese Fußspuren so lange erhalten geblieben sein? Das habe ich schon mal gezeigt. Das Thema die Wale da in der Wüste. Wie ihr seht, hier, guckt euch an, wie brüchig das ist. Das ist auch Knochen. Selbst wenn das versteinert, das liegt auch in der Sahara. Das war natürlich die Sintflut. Wisst ihr, was auch erstaunlich ist? Da wurde ein Riesenwal auch entdeckt. Den hat man Leviathan getauft. Sag ich mal Schlammflut, weil gerade dort in der Sahara, in der ganzen Gegend, sieht man überall eindeutig Flutspuren. Und die Tiere sind dabei umgekommen natürlich, als das Meer da über die Erde gerutscht ist. Aber das war nicht hunderte Millionen Jahre, ja? Aber hier seht ihr, wie gut das erhalten ist. Das ist unglaublich. Ja, Ägypten, weil das hat mich verwirrt. Ja, aber guck euch dieses Monster hier an, hier. Das sind auch solche Viecher. Urzeitviecher. Ey, das stimmt was mit der Datierung nicht. Die Zustände der Skelette, genau wie diese Fußspuren, das stimmt was nicht, Leute. Guck ich das Teil an. Die Flut in der Sahara muss ja irgendwie vor 12.000 Jahren passiert sein, ungefähr. Alles spricht dafür. Ende der Eiszeit, die Spuren sieht man dort, die Wale und so weiter. Auch hier die Sphinx zeigt genau diese Zeit, ne? Hat die Richtung Löwe geguckt. Das war ja auch ein Löwe wahrscheinlich. Auf jeden Fall war das bestimmt nicht so ein Minikopf da. Und wenn das auch in der Sahara liegt, dann heißt das, dass die Viecher auch noch vor 12.000 Jahren existiert haben müssen. Und wenn man ganz ehrlich ist, weiß man nicht mal, ob teilweise irgendwelche Arten davon heute noch in der Tiefe sind, weil wir wissen so gut wie nichts über die Tiefsee. Ich glaube, 1% ist erforscht. Und guckt euch das hier an. Haben wir hier nicht auch so eine Art Drachen oder Schlange? Das soll ein Wal sein, aber der Kopf im Verhältnis zu dem unglaublich dicken Wirbelsäule, das haut doch nicht hin. Das war doch kein Wal. Das sieht mir aus für mich wie ein Schlangenwesen. Oder halt so ein Dinosaurier-Ding. Hier wollte ich noch ganz kurz zeigen, guckt euch das an. Chile, ne, da ein bisschen Schlammflutreste. Hier ist eine Straße. Und hier ein bisschen unter dem Sand, direkt, liegen wieder Walskelette. Hier zwei Stück. Und dort sind, ja, wie gesagt, wahrscheinlich sind das Tausende. Und da ist natürlich die Welle drüber geschwappt. Aber das war nicht vor Millionen Jahren. Die wollen ja erzählen, das waren ein Meer. Und die sind dort dann gestorben und im Schlamm haben die sich abgelagert. Und nein, das ist Quatsch. Ich habe ja einmal ein Video gezeigt, glaube ich, vor lange, lange Zeit. Aber da wird ein Wal unter dem Wasser praktisch aufgefressen, restlos und selbst die Knochen innerhalb von 2,5 Jahren, nicht mal. Nichts mehr da, nichts. Nein, das ist anders passiert, ganz anders. Die sind gleich mit der Schlammflut dann erstarrt. Ja, das wollte ich nur zeigen. Chile hier, haben wir auch riesige Wüstengebiete bis heute. Das kann alles nicht so lange her sein. Ich habe zwei Videos dazu gemacht, das würde jetzt super hier reinpassen. Vielleicht verlinke ich das irgendwie zusammen, ich weiß nicht. Jetzt mache ich langsam Schluss, ich habe die Zeit vergessen wieder. Aber das hier, guckt euch den Zustand an, das soll 50 Millionen Jahre alt sein. 50 Millionen Jahre. Ganz dünn unter ein bisschen Sand vergraben, natürlich, hat gewartet auf euch. Ey, stimmt was nicht, das war existent, das hat alles gleichzeitig existiert. Und ich sage das jetzt einfach mal. Natürlich denke ich, glaube ich, dass diese ganzen Wesen, Dinosaurier auch und Menschen und alles, gleichzeitig existiert hat. Und auch die Megafauna tatsächlich, alles hat gleichzeitig existiert in meiner Welt. Ja, ich versuche das auch nicht nachzuweisen.
Ich möchte darauf nur aufmerksam machen. Ich bin eigentlich den Kreationisten näher, aber die Wissenschaft brauche ich trotzdem, weil nur Glauben ist an mir gedacht zu wenig, ne? Tschüss, erstmal.